Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in Mailtime. Wir sind hier dieser Mail Scout und sollen Post ausliefern. Nun, das lass uns doch mal tun. Okay, steh mal auf. Jawohl, kommen wir hier dann hinten rüber? Weiß ich nicht, aber da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Also, hui. Das wird funktionieren, das funktioniert, das funktioniert. Ich bin sicher, das funktioniert. Na, siehste, alles cool. So. Und jetzt versuchen wir mal da hochzukommen. Also, ich glaube, da rechts den Weg hatte ich schon probiert. Ne? Das war nicht besonders erfolgreich. Fragezeichen. Da hinten möchte ich gerne hinkommen. Nehmen wir den langen Weg? Wir nehmen den langen Weg, weil hier oben gibt es doch bestimmt noch mehr zu entdecken. Guck mal, da ist noch eine Münze. Speichern. Abzeichen. Abenteuerlustig. Mit Liebe. Mail Scouts. Wuhu. Mail Scouts. So heißt das. Halt, wie komme ich hier wieder raus? Ach so, wuhu, okay. So, speichern. Ah, hier ist gerade eine neue Mail aufgetaucht. Warte mal. Habe ich jetzt alle Sammlerobjekt-Pilzmünze? Was für eine helle Münze. Sie glänzt sehr und gibt mir bestimmt ein Power-Up. Für Cheddar, für Cheddar, für Cheddar, für Cheddar. Das heißt, Moment, er brauchte doch 4 Münzen. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen. Ja, machen wir auch gleich. Aber wir gucken erstmal, was es hier oben noch so gibt. Ne? So, wo wollte ich hin? Da hinten zu dem Apfel. Nee, obwohl der sieht schon irgendwie besonders aus, ne? Was haben wir noch? Ah, da sind wir gerade hergekommen. Das brauchen wir nicht. Da vielleicht auch nicht. Irgendwo wollte ich doch hier gerade hin, ne? Ah, lass mal gucken. Da nicht? Hä? Jetzt finde ich mich überhaupt nicht mehr zurecht. Irgendwo gab es hier doch ein Dead End. Da wollte ich hin. Weiß ich nicht. Hier sind wir hergekommen. Das kann es unmöglich sein. Da hinten ist das Dead End. Okay. So, und Geronimo. Oh yeah. So, hier geht's. Ne? Hier ist stuck. Okay, so. Aber da komme ich noch nicht hin, ne? Kann ich das irgendwie fixen hier? Da ist doch irgendwas. Was ist denn da? Komme ich da hin? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Oh. Hilfe, 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 das geht nicht. Okay, das geht nicht. Gut, dann gehen wir zu Cheddar zurück. Na schön. Hier müssen wir auch noch lang, ne? Das haben wir noch nicht erkundschaftet hier. Okay. Ups. So, Cheddar, wo war der noch gleich? Hier sind die Münzen, aber die können wir ihm nicht geben, sondern Cheddar muss die Münzen überreichen, ne? Ich habe mich ja total verlaufen. Aber da oben sind wir auch noch nicht drauf gewesen, ne? Auf der Teetasse. Teekanne, nicht Teetasse. Ah, so viel zu erkunden. Ah. Und es ist schon ein bisschen niedlich hier. Ja, es ist schon. Hallo, ich weiß, du wartest auf deine Münzen, aber ich möchte die Cheddar geben. Weil Cheddar hat sie verbaselt und da glaube ich, ne? Hier? Ja, da. Cheddar! Hey, ich habe alle Münzen für dich. Oh, Rumgucker. Ja, das bin ich. Hast du alle Münzen? Ja, alle 4. Oh, digididu. Du bist unglaublich, fantastisch, atemberaubend. Ich weiß, das werde ich nie vergessen. Hey, ich habe eine Entschuldigung an Kiki geschrieben. Könntest du ihm das und die Münzen zurückbringen? Vielleicht schaffe ich es jetzt noch lebend daraus. Na klar, du scheinst, du bist nicht nur ein Mail-Scout im Training, aber auch ein Glücksbringer Verhinderungsdienst. Da scheint so gutes Geld drin zu sein. Das ist mein erster Tag und ich habe schon einen ganzen Satz unbezahlbarer Münzen. Ja, oh nein, ich bin wieder nervös. Bitte bringt diese Nachricht und die Münzen zu Kiki. Okay, ich habe sie im Griff, Cheddar. Okay. Lieferung am nächsten Tag. Wuhu. Jawohl. Okay, gut. Hast du noch was zu sagen? Rumgucker, Rumgucker. Geheimnissen? Wie hat Kiki reagiert? Oh, ich war noch gar nicht da. Okay, was? Ja, nee, Moment mal, du hast noch nicht mit ihm gesprochen. falls du es vergessen hast, Kiki lebt im Apfelbaum und mein Brief an ihn ist eilig. Nachricht lautet deutlich, ich bin unterwegs. Okay, alles klar. Also, da war doch irgendwie ein Achievement, ne? Mit Lieferung in 30 Sekunden oder irgendwie sowas. Läuft die Zeit schon? Ich fürchte es, ne? Ja, zack. Ich hab sie! Meine Münzen. Ich schätze, du bist zumindest zu etwas fähig. Naja, dann ist doch eine kleine Nachricht von Cheddar. Mal sehen, was sie selbst zu sagen hat. Mist. Was?
Der Bursche respektiert mich eindeutig. Keine Ahnung warum. Offensichtlich liebt sie die Münzen. Ach, verdammt. Ach, ich werde etwas tun, was ich nie tun wollte. Oh, was denn? Scout, diese Kollektion, obwohl unbezahlbar. Keine dieser Münzen hat wirklich Bedeutung. Dieses allerdings, das ist meine Lieblingsmünze. Die erste Münze, die ich je verdient habe, mit dem Verkauf von Apfelsaft als Kind. Als Kind schrieb ich einige Briefe, um sie danach zuzustellen. Also, ich bin sicher, das hat dich reich gemacht. Aber so wie mich mein Apfelsaftstand reich gemacht hat, ungefähr, ja. Obwohl mir diese Münze eine Menge bedeutet, das sollte keinen Staub ansetzen, sondern in einer neuen Kollektion weiterleben. Bring diese Münze zu Cheddar. Oh, und diesen Brief auch. Weißt du, ein Bitte würde nicht schaden. Aber ich tue es für Cheddar. Okay, Sammelobjekt, Kanban-Mütze. Wuhu! Okay, warte. Wuhu! Jetzt. Okay, speichern, Abzeichen, Münzscanner. Mit Liebe, die Mail-Scouts. Okay, gut. Also, zurück zu Cheddar. Klar, wieso nicht? So. Zack. Rücksaus-Scout. Werde ich morgen noch erleben? Wie wäre es, wenn du das liest und es selbst herausfindest? Ah, verrückt. Was? Was? Heiliger Bimba. Hat er wirklich? Also, da, ja, er hat. Rumguck, ich habe meine erste Münze. Juhu! Wie wirst du deine Münze nennen? Solltest du ihnen einen Namen geben? Also, ich weiß nicht, aber es fühlt sich richtig an. Okay, dann gebe ich dieser Münze Rumguck einen Namen. Was? Hä? Weil du mich davor gerettet hast, in einem Glücksbringer verwandelt zu werden. Oder irgendwas anderes Schreckliches. Hier, nimm meine Zeichnung. Jetzt hast du auch etwas als Erinnerung. Cheddars Zeichnung. Okay, wuhu, meine Güte, jetzt hast du auch etwas als Erinnerung. Danke, Cheddar, das ist super nett von dir. Ach, dir gebührt der ganze Dank. Jetzt muss ich meine volle Aufmerksamkeit auf Rumgucker richten. Rumgucker-Münze wollte ich sagen. Ja, ich fühle mich allmählich ein bisschen komisch hier. Ja, ich hab's verstanden. Bis später. Okay, so, er hat immer noch ein Ausrufezeichen. Warum hat er noch einen Zahn? Ich mag deinen Rucksack. Hast du da was Besonderes drin? Ah, ja, tatsächlich außergewöhnlichster Kram. Ich habe hier ein paar streng geheime Dinge. Ach, kann ich mal sehen? Nee, tut mir leid, es wäre eine Verletzung der Privatsphäre. Aber du solltest wissen, dass ich der Gnom bin, der die Sicherungszustellung dieser Dokumente anvertrauen würde. Du bist ein Spion. Nö, ich bin Mail Scout. Ach, klar, sicher, natürlich. Gute Titelstory. Okay, gut. So. Müssen wir nochmal zu ihm zurück oder ist diese Aufgabe jetzt tatsächlich erledigt? Hui! Ach, guck mal, Abkürzung und so. Und? Das ist wirklich sehr nett von dir, Kiki, dass du Cheddar deine Münze gibst. Hat er schon gemacht? Gewöhnlich nicht dran. Ich hole dir nicht den Ruf in den dagegen. Die Leute dürfen nicht denken, dass der alte Kater sei, milde geworden sei. Na klar, bis zum nächsten Mal, Kiki. Wer weiß, vielleicht brauchst du mich, um mir Briefe an Cheddar zu schicken. Jetzt, wo du deinen Münzsammler bei dir hast? Okay. Gut. Aufgabe erledigt, würde ich mal sagen, ne? So, was machen wir jetzt? Wir haben noch mal ein paar... Jetzt, oh, Moment, da ist doch noch ein Brief an Cheddar. Hier, guck mal. Augenblick. Briefe. Hier. Nee, Shelby. Wo ist denn das? Da. Daisy Cheddar. Bringe die gesammelten Gegenstände zu Daisy. Von Daisy für Cheddar. Wo habe ich denn Daisy kennengelernt? Ach du liebe Zeit. Oh je, oh je, oh je. Das wird ganz furchtbar, Leute. Das wird ganz furchtbar. Na gut. Daisy war irgendwo hier unten, ne? Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo da unten. Keine Ahnung. Aber ich würde gerne mal da drüben hingehen. Hui. So. Und wen lernen wir denn hier kennen? Oh, hi. Bist du Daisy? Nein, du bist Schneeglöckchen. Psst. Hallo. Was ist los? Du musst flüstern. Ich fürchte, morgen wird rausfinden, was passiert ist. Deine Mama? Ja, ihr Name ist... ihr Name ist Daisy. Okay. Sie ist nicht in der Nähe. Selbst mit großen Ohren würde sie dich nicht hören. Okay, wenn du sagst.
Also ich habe ein kleines Problem, weißt du? Ich liebe die Sterne. Sie machen mich so aufgeregt. Wusstest du, dass die Sterne wirklich, wirklich, also wirklich weit weg sind? Aber durchs Teleskop sind sie ganz nah. Ist das nicht cool? Klar, das ist, als ob die Sterne direkt neben dir wären. Das hört sich aber nicht nach einem Problem an. Naja, ich habe sie mir durch das Teleskop die Sterne angesehen. Ja, und da weißt du, da war ein Meteor, den ich unbedingt sehen wollte. Oh, Meteoren sind fliegende Sterne. Hast du das gewusst? Nein, das ist so cool. Bei meinem Versuch, den Meteor zu finden, habe ich das Teleskop ein bisschen rumgeschwenkt. Und naja, ich habe es wohl ein bisschen zu weit rumgeschwenkt. Also jedenfalls bewusst, bevor ich wusste, was passiert, dass er, naja, da, und da war das Teleskop kaputt. Und jetzt sind die Sterne überall. Kannst du mir helfen, es zu reparieren? Ja, ja, kein Problem. Sieht aus, als ob die Linse kaputt ist. Ist das das dicke Stück Glas im Teleskop? Oh, ich weiß, welchen Teil du meinst. Brillengläser würden also funktionieren? Ja, das könnte super funktionieren. Okay, ich habe hier welche gesehen, aber ich weiß nicht mehr so genau, wo, weißt du? Das war entweder bei Kiki oder bei Donna. Donna haben wir noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, Schneegöttchen, ich find's heraus. Danke, Rumkuka. Erzähl's bitte nicht, Mama. Das würde ich mir nie träumen lassen. Okay, unsere nächste Aufgabe. Na cool. So, ich möchte erstmal da runtergehen. Ich möchte erstmal, da ist unser Dings da, ne? Aber irgendwo da in der Nähe müsste doch jemand sein. Eine letzte Sache. Was denn? Wo ist Greg nochmal? Achso, steht das nicht auf dem Umschlag? Oh, nein. Woher soll ich das denn wissen? Frag ihn rum und find's raus, Junge. Kuckuckuck, ja klar, ich krieg das hin. Okay. Wo ist sie? Das ist nicht. Das ist sie nicht. Nein. Welche ist sie denn? Da müssen wir auch noch lang. Aber habe ich sie hier irgendwo gesehen? Habe ich sie gesehen? Sie kann ja nicht so weit weg sein, ne? Nee. Wo habe ich sie gesehen? Hier oben? Irgendwo? Nee, da ist er wieder. Was ist denn das da in der Ecke? Was ist das? Was ist das hier? Oh, okay. Ein Pilz oder so. Okay, na gut. So weit weg kann sie nicht sein. Wo ist sie? Hier nicht? Nee, da oben auch nicht. Das ist sie doch, oder? Ist sie das nicht? Ja. Ah, Cheddar. Nee, die Cheddar, dich brauche ich nicht. Ich bin ja echt damit das Zustellen. Viel Glück beim Zustellen dieser Briefe. Das ist Cheddar. Okay. Dann muss sie ja irgendwie hier sein. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Wo habe ich die denn nochmal gesehen? Ich ahnte, dass sowas passiert. Hui! Okay. Warte mal, da drüben bin ich auch schon rausgekommen. Hier, da sind wir rausgekommen und dann irgendwo, boah, keine Ahnung. Okay, super, hab mich schon verlaufen. Und 20 Leute soll es hier geben, ne? Fantastisch. Das wird super. Das wird super, während ich mich von einem zum anderen, das ist er auch nicht, das ist der mit Brille. Oh, wir können im Wasser stehen. Ich habe keine Ahnung, wo sie war. Ich habe keine Ahnung. Stand sie nicht irgendwo mitten im Gebüsch? Lavendel, ne? Keine Ahnung, aber da oben ist noch jemand. Was? Nee, das ist nur eine Lampe. Das ist nur allein der Laterne. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Weißt du was? Wir erkunden das Gebiet einfach mal weiter. Wir finden sie. Da, guck mal. Wie komme ich da denn hin? Nicht von hier. Ich muss wieder nach oben, ne? Halt, von hier aus habe ich schon mal probiert. Das war keine gute Idee. Da. Was? Abheben. Was? Damit verdienst du das Abzählen. Lenk mich nicht ab. Wuhu. Okay. Speichern. Menno. Da. Nee, der hatte keine Zeit für uns. So. Und jetzt hier hoch. Und dann darüber. Und dann hier lang. Und dann so.
Moment, nicht, dass ich das aus dem Auge verliere. Da drüben müssen wir hin. Also irgendwie auf diesen Steg da. Hm. Da drüben ist ja auch noch was. Da blinkt's auch. Oh Mann, ey. So. Hier sind wir ziemlich hoch. Ja. Okay, ich versuche mal darüber zu kommen. Da hätte ich auch direkt drüber springen können, ne? So, diesen Apfel haben wir schon gesehen. Da, irgendwas ist doch dort. So, immer schön eins nach dem anderen, ne? Und, hui, speichern. Was ist das denn? Warte. Pinienbräu-Flaschenverschluss. Wie schmeckt Kiefer-Baumaroma? Hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich nie ausprobiert. Aber gut. So, wo jetzt hin? Da hinten, ne? Da leuchtet doch eben noch was. Okay, da komme ich von hier aus nicht drauf. Ich muss nochmal hochlaufen, fürchte ich. So. So. Okay. Gut. Wo habe ich das denn eben gesehen? Nee, nicht hier. Ich muss noch einen. Da drüben. Da drüben, da blinkt auch was. Da ist auch eine Treppe runter. Das hätten wir einfach haben können. Was ist denn hier? Und... hui, rums. Lucy... was? Lucy 4. Was ist das? Speichern. Noch ein... noch so ein Dings. Ein Traubensprudelflaschenverschluss. Ein lila Flaschenverschluss ist sicherlich einzigartig und sonst nirgendwo zu finden. Okay. Und da ist auch noch jemand. Oh, ich komme hier von Hündchen aufs Stöckchen, ne? Oh, meine Güte. Okay, gut. Also, hier runter. Halt, was haben wir da? Hier. Ist da ein Aufgang? Sind das Ladykracher? Heißen die noch so? Ich weiß es nicht. So, hallo, guten Tag. Wer bist du denn? Oh, schau, ein Toff ist das. Ach so, ein Mehl-Scout. Und noch dazu ein energiegeladenes Exemplar. Ja, meine Güte, Scout, wie lautet die Mail-Scout-Handbuchregel Nummer 72? Das ist einfach. Wenn der Absender die Zustellung der gesendeten Post nicht mehr wünscht, die Postzusendung muss schnell mittels Verbrennen vernichtet werden. Wenn in dem Gebiet Feuer nicht erlaubt ist, kann auch auf dem Poststück herumgetrampelt werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, was weiß ich denn nicht? Du wirkst überzeugend auf mich. Darf ich fragen, wofür du die ganzen Körbe brauchst? Ich bin ein Pilzsammler. Naja, Erfahrung als Pilzsammler. Ich will sie nicht haben, nur sehen und skizzieren. Weißt du, so ein Zeug. Probier mal. Und dann weiter. Isst du nur die Essbaren? Alle Pilze sind essbar. Es ist eine Frage der Einstellung. Ja, ich glaube nicht, dass das so läuft. Aber du hast es immerhin geschafft, bis jetzt zu leben, schätze ich mal. Ich nehme nicht an, dass du einen spaßigen kleinen Nebenquest für dich hast und dann keine Nebenquest. Oh gut, sorry. Ach Mist. Stattdessen habe ich ein... was? Eine Mission. Was ist das denn? Mission. Eine Pilzmission. Oh mein Gott, ich war noch nie auf einer Mission. Muss ich das machen? Nee, was muss ich machen? Schau mich richtig an, Rumgucker. Habe ich was vergessen? Arme? Die Antwort, die ich suchte, waren Proben von all den einzigartigen Pilzen der Gegend. Aber klar, du hast nicht unrecht. Oh Mann, das tut mir so leid. Scheiß nicht. Du hast mir nur gezeigt, dass deine Augen funktionieren. Auf jeden Fall ist dieses Gebiet, den Grummelwald, ideal für das Pilzwachstum. Und ich will sie alle ausprobieren. Aber bei bestimmten bin ich nicht so gut wie beim Herunterschlingen. Hier kommst du ins Spiel. Mit deiner einzigartigen Fähigkeit, Post zu finden und zuzustellen, bist du die perfekte Besetzung für den Job. Macht mich das nicht auch zu einem Ökologen? Sobald du genug Pilze gesammelt hast, naja, dann schau einfach auf dem Schild neben mir nach Hinweisen. Von da an können wir weiterschauen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Okay, bis gleich. Auf das Schild. Was steht denn da? Ich würde gerne das Brett anschauen. Nur zu. Wanted. Ah, ja. Okay, violette... ach, heiliger. Was? Roter Gitterling? Ach, du liebe Zau, meine Güte. Sieht so aus wie ein, naja, roter und sind denn Fliegen drumherum. Es riecht wirklich übel. Sumpf umgesehen, er ist nicht in dieser Gegend. Ah. Okay, weißt du was? Nein, das gucken wir uns jetzt nicht an. Wenn ich einen finde, dann wird mich das Spiel sicherlich darauf hinweisen. Was ist das denn hier? Ich möchte gerne meinen Hut austauschen. Möchte ich? Okay, natürlich.
Okay, dann lass uns mal gucken. Nein, nein. Wir bleiben bei dem roten Pilz, ne? So, ja. Okay, aber schön, dass das hier auch geht. Oh, guck mal, hier gibt es, ja, Dinge. Okay. Lass uns mal gucken, ne? Oh, ich laufe hier einfach so dagegen. Was war denn hier? Da ist doch, guck mal, da ist doch ein Pilz und ein Feuerwerkskörper. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nein. Wer wohnt denn hier? Wohnt er da? Vermutlich. Gut, hier sind aber Fliegen. Ist das der Pilz? Habe ich da jetzt was mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Hm. Okay. Aber stand da nicht eben irgendwas von Fliegen? Ah, mal gucken, wo kommen wir denn sonst noch so hin? Ich versuch's mal da hinten rüber. Ah, ich würde mich hier total verlaufen. Ja, wir sind bei nahe des Brunnens. Okay, das ist ja schon mal eine gute Orientierung. Mal gucken, was haben wir denn hier? Da sind, guck mal, da sind doch wild aussehende. Oh, da oben. Hast du gesehen, was da drauf ist? Okay, speichern. Irgendwas, was war das? Moment. Ha. Okay, Pilzprobe. Für Toff. Ach was. Dieser lila Halsbandschwindling hebt sich wirklich von den gelben Blumen ab. Okay. Okay, wir bekommen also so etwas. Naja, schön. Sollte ich das gleich mal zurückbringen? Och was. Wir gucken erstmal ein bisschen weiter. Ne? Hier gibt es ja genug zu erforschen. Es ist aber ganz schön. Also das ist hier ganz schön. Also es ist ganz schön. Ganz schön. Ah, da ist der Topf. Okay. Der Teekessel. Sorry. Hm. Okay. Dann weiß ich wieder, wo wir sind. Gut. Also, der Weg hier. Ich muss wohl dem Weg folgen. Na schön. Hm. Wo geht's denn hier lang? Da ist er. Oh, guck mal, da steht ein Fahrrad. Hui. Können wir das Fahrrad benutzen und sind dann schneller? Nein, leider nicht. Ein Loch im Zaun. Im Zaun. Okay. Da gehen wir gleich hin. Was ist hier? Oh, guck mal. Da ist ja... Hallo! Donna! Ach was, was tust du denn hier? Hi! Ich liefere Post aus. Oh, das hört sich nach Spaß an. Ich heiße Donna. Wie heißt du? Ich bin Rucker. Oh, toll, dich kennenzulernen, Rucker. Was liegt am Scout? Ich bin dieser fetten Lieferung beschäftigt... Das kam jetzt falsch raus. Falls du jemand für dich, jemanden namens Greg, kennst du ihn? Nein, sorry. Nein, ich bin ziemlich neu in der Gegend. Ach, kein Problem. Trotzdem danke. Hast du nicht einen Brief, den du ausliefern musst? Hi, wie geht's? Ich bin immer auch auf der Kriegen. Du schaffst das bestimmt. Okay, danke, Donna. Gut, aber guck mal, was wir dort haben. Ein Brillenglas. Sollten wir nicht für den Typen auf der Teekanne ein Brillenglas finden? Und hier geht's dahin. Okay. Da geht's nur rundherum. Komme ich da durch? Warte mal. Lass mal gucken. Hüpf. Oh ja, das funktioniert tatsächlich. Oh cool. Noch ein großer Bereich. Ein Garten, wie es aussieht. Und da sind Leute. Hallo? Bist du... Wer bist du denn? Daisy! Daisy, mein Name und laufen mein Geschäft. Na, wie sieht's aus? Ach, das ist die. Nicht viel, wie geht's dir? Übrigens, können wir uns vielleicht kurz unterhalten? Sicher, was ist denn los? Ich habe dich durch die Stadt flitzen sehen. Ich weiß, dass einige meiner Kinder dich sehr mögen. Ja, ja, deine Kinder sind wirklich cool. Echt jetzt? Gute Arbeit bei der Geburt. Was? Das ist weird. Ey, danke. Naja, ich habe mich gewundert. Meine Kinder zeigen mir gar nicht mehr ihre Zeichnungen. Das könnte ihnen peinlich sein. Oder vielleicht denken sie, dass ich sie nicht mag. Aber ich vermisse ihre Zeichnungen. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf sie bin. Weißt du, also wenn du so eine Zeichnung, ne? Also könntest du mir die bringen? Mhm. Daisy, das ist das Niedlichste, was ich je gehört habe. Und tatsächlich, ich habe hier eine Zeichnung für dich. Schau, es ist eine Münze. Ist das nicht von diese Münze von Kiki? Ich bin nicht sicher. Hat Cheddar das gezeichnet? Ja, so ist es.
Sie hat von Kiki diese besondere Münze als Start für eine Sammlung bekommen. Oh, wie nett. Ich bin froh, dass Cheddar jemanden hat, der ihre Münzleidenschaft teilt. Wir sollten Kiki zum Dank mal zum Tee einladen. Vielen Dank, dass du mir diese Zeichnung gebracht hast. Ich werde es gleich aufhängen. Bitte, bitte bring alle Zeichnungen mit, die du unterwegs findest. Okay, aber warte mal, war da nicht auch ein Brief für dich? Moment. Brief an... Das ist automatisch passiert, ne? Kann das sein? Toff. Bringe gesammelte Gegenstände zu Toff. Das scheint automatisch passiert zu sein. Ja. Okay. Gut, sehen wir uns mal weiter um. Hallo. Na, wer bist du denn? Hi. Annie. Ich glaube nicht, dich schon hier schon einmal gesehen zu haben. Lust auf eine Tasse Tee mit uns? Oh nein, tut mir leid, ich bin bei der Arbeit. Trotzdem danke für das Angebot. Oh, mein Name ist Annie. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Rumgucker. Ich bin ein Mail-Scout. Heute ist mein erster Tag. Wunderbar. Du bist genau das, wonach ich gesucht habe. Wirklich? Was für ein Zufall. Ich muss dich um einen großen Gefallen bitten, meine Liebe. Warum ist das gegendert? Wie groß? Naja, so wie Kieselstein groß, Stein groß, Felsbraun groß, Findling groß. Also nicht wirklich so groß. Du musst einen Brief von mir an Harley überbringen. Ich habe keine Ahnung, wer Harley ist. Verdammt, ja. Du hast Glück, denn damit kenne ich mich aus. Aber es ist ein geheimer Brief. Du darfst Harley nicht verraten, dass ich ihn dir geschickt, dass ich ihn geschickt habe. Ah nee, diese Spannung. Bitte verrat mir, was drin steht. Ach, sind einfach ein paar Dinge, die sie sich anhören muss. Was für Dinge? Gute Dinge, schlechte Dinge, lustige Dinge, beängstigende Dinge. Rumgucker. Weniger Fantasie, weitere Poststellung. Bitte, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Er ist ein eher nervöser Typ und ich weiß zufällig, dass sie etwas Großes vorhat. Ich hoffe, das wird ihre Nerven beruhigen, damit sie tun kann, was getan werden muss. Okay, gut, ich werde meinen Job machen. Leise. Danke, Anibon. Jetzt lauf wieder Wind, bringt meine anonyme Nachricht zu Harley. Wusch. Okay. Wusch also. Wer ist Harley? Da drüben haben wir noch jemanden. Ach, du liebe Zeit. Ja, okay. Und da ist noch ein Baumstumpf. Aber da gucken wir uns erst beim nächsten Mal um. Da ist noch was. Na, egal. Das machen wir beim nächsten Mal. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal. Alles Gute.